Moin Leute, heute zeige ich euch mal meine Reste vom Jahre 2016. Das heißt, diese ganzen Reste habe ich jetzt noch für das Jahr 2017, 2018 über. Und wir fangen hier mal mit dem dicksten Paket, was ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, an. Und da hätten wir einerseits die Tosh Pyro Tosh Pyro Rockets. Da sind ja letztes Jahr bei mir die Kügelchen rausgefallen, die Fettkügelchen. Deswegen hoffe ich mal, dass sie dieses Jahr besser werden, wenn ich sie nochmal teste. Dann haben wir hier hinten noch eine Packung Comet Future Rockets. Wir haben noch Rocket Strike. Wir haben hier ein Forseti. Dann haben wir hier schon das angebrochene Sky Festival vom letzten Jahr, das heißt Raketenreste. Dann haben wir hier noch Kalaschnikows von Leslie. Das sind irgendwie Raketen und ein bisschen Böller mit drin. Okay. Dann haben wir hier einen bunten Beutel Familienschnäppchen von der Feuerwerksvitrine. Verschiedene Sachen befüllt. Hier nochmal ein bereits angefangenes Set. Das war das Turbo. Wie ist das denn nochmal? Ist auch schon bei mir online gegangen. Ich habe es gerade vergessen, wie es hieß. Es war ein Set von Fox Feuerwerk. Turbo Force oder so. Dann haben wir hier ein Set von 2015. Hier sind ja, Rocket Ready Reste drin und auch noch zwei Goldraketen. Die eine ist schon ziemlich kaputt, die muss ich ein bisschen kleben, aber mal schauen, was das so wird. Dann haben wir hier noch ein richtig dickes Set. Alter Schwede. Wir fangen mal hier von unten an. Richtig krass, sehr krass befüllt. Und zwar ist das Turbo-Spektakel, nee, das Pyro-Spektakel. Und da bin ich mal gespannt drauf, das zu zünden. Da sind richtig coole Sachen drin. Dann haben wir hier noch, uiuiui, dreimal Rölis vom Panda. Sind nicht so gut, aber ich habe sie trotzdem mal mitgenommen. Dann haben wir noch einmal, nochmal das Familienschnäppchen von der Feuerwerksvitrine. Ziemlich cool mit Flash-Raketen. Und was sind die anderen? Alles Flash-Raketen. Aber die sind ja bekanntlich ziemlich gut. Ich packe es mir einfach direkt hier vorhin, damit ich es gleich wieder gut reinpacken kann. Als nächstes sehen wir dann das Metalhead-Sortiment. Ziemlich cool, auch noch von 2015, glaube ich. Und wir haben hier noch, uiuiui, noch ein Pyro-Spektakel. Krass, wir sehen es hier. Ich packe es mal gleich wieder rein. Och, hier kommt uns noch Rocket Ready entgegen. Jo. Das wäre es dann auch schon mit dem ersten Paket gewesen. Weiter geht's mit der zweiten Kiste. Wir schauen mal rein. Ich muss dazu sagen, dass die Reste sich relativ ähnlich sind zum letzten Jahr. Hier haben wir erstmal so eine Packung hier. Was haben wir hier alles drin? Okay. Sehr viele. Moment. Erstmal Knallnachos von Pyroart. Die sind ziemlich schlecht, wie wir wissen. Dann haben wir hier sehr viele Pyrocracker von Nico. Dragon Label habe ich letztes Jahr nicht wegbekommen. Sind übergeblieben. Und hier weitere Reiber von Pyroart. Wir sehen hier nochmal so ein 10er-Pack Reiber. Viel zu viele, die kriegt man gar nicht weg. Habe ich viel zu viele bestellt, deswegen halt Reste. Haben wir hier nochmal Kalaschnikow, sind einfach die Weko-Kanonschläge. Hier haben wir noch einige Rauchbälle. Drei Packungen sind das noch. Dann haben wir hier noch einen angebrochenen Schinken. China Böller A von Keller, letztes Jahr gekauft. Fand ich vom Cover her noch ganz cool. Noch Münchhausen Label. Aber die haben K2, kein Bump-P2. Das heißt, die sind schon relativ neu. Ach, mach ich gleich richtig zu. Haben wir hier noch einen China Böller D Schinken von Nico, Dragon Label. Sehr geile Teile, vielleicht bewahre ich mir die auch noch auf. Hier ist nämlich noch ein zweiter unten. Die sind richtig gut gewesen, waren eine Postenware bei der Vitrine. Die werde ich mir wahrscheinlich noch aufgeben. Und noch ein China Cracker Schinken, kriegt man einfach nicht weg. Viel zu viel. Dann haben wir China Böller D von Diamond. Müsste auch schon auf gewesen sein. Uppala, das war ein Fail. Da fliegen sie erstmal alle raus hier. Ja, moin. Ja, da ist doch mal eben die Wand gebrochen, aber ihr seht, der ist auch noch ziemlich voll. Da ist vielleicht ein, zwei Päckchen raus. Stelle ich mal zur Seite und mache das gleich richtig. Und wir haben noch einen Schinken, und zwar China Böller A von Diamond. Ist noch zu, noch nicht mal geöffnet letztes Jahr. Gar nicht zugekommen. Zu viel Zeugs gehabt. Letztes Jahr bei der Postmesse gekauft für 6,99. Ja, und das wäre es dann auch schon mit der zweiten Kiste gewesen. Sehen uns gleich bei der dritten. Ja, hier haben wir noch eine Kiste mit ganz viel Cut 1 drin. Hier zum Beispiel ein Set von Brockhoff, was ich bei Action gekauft habe. Magic Spinballs, Brockhoff Yellow Flame.
Das habe ich bei Famila gekauft, das Monster Mania, alle möglichen Sets, also wirklich sehr viel Cut 1 bis oben hin gefüllt. Da ist auch noch alles von der Online-Bestellung drin und so ziemlich alles an Cut 1, was ich mir bisher geholt habe, das jetzt alles einzeln zu zeigen. Wäre ein bisschen krass, schaut euch dafür das Cut 1 Unboxing an. Ich bin noch nicht dazu gekommen, Cut 1 zu zünden dieses Jahr. Wird wahrscheinlich auch nichts mehr dieses Jahr, ein bisschen schade. Das heißt, das 2000 Abo Special wird dann vielleicht zurückverschoben oder ich drehe einfach sofort ein 3000 Abo Special. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Kiste 4. Ich habe mal gleich zwei Kisten hergeholt, da diese Kiste hier nicht so spannend ist. Die gab es letztes Jahr schon genauso. Hier ist noch so ein Display Moskitos drin. Wir sehen es hier. 24 Packungen, jeweils 6 Stück. Und hier sind noch ganz, ganz viele Fox-Kubis drin. War halt einfach zu viel, 2015 eine ganze VE-Kubis zu bestellen. Die sind auch echt teilweise sehr krass zugeharzt. Ja, mal gucken, ob ich die mal wegkriege. Vielleicht irgendwie eine Massenvernichtung oder so. Das wäre das, nicht so spannend. Und dann geht's hier weiter. Hier sind sogar noch ein bisschen spannendere Sachen drin. Zum einen hätten wir hier die Flashlight von Weco. Ziemlich cooles Teil, 30mm. Dann haben wir hier Tosh Pyro Bombenrohre, sehr cool. Zweimal das Bombenrohrfestival von Panda. Hier noch einmal, lasse ich einfach gleich drin. Hier haben wir noch eine Flater. Geiles Teil, richtig geiles Teil. Und hier noch eine alte Guave. Das ist ja die Bloody Mary. Ist Bump P2, muss ich mal gucken. Vielleicht beweist sie mir auf, vielleicht wird sie irgendwann entsorgt. Naja, ja, gleich geht's weiter mit dem nächsten Karton. Es kommt der insgesamt 7. Karton, glaube ich, habe gar nicht mitgezählt. Ihr seht schon, hier steht doppelt drauf. Da habe ich früher, letztes Jahr, alles für doppelt Tape-Besser dann aufbewahrt, alle Batterien. Passte da so ziemlich genau rein für 11 verschiedene Folgen. Läuft ja gerade auch noch. Hier kommen uns auch nochmal Panda Festival Bombenrohre entgegen. Sehr coole Teile. Zwei Komet 24er D Ketten, richtig cool. Habe ich noch zwei über, sind die von der Postenbörse für 1,90. Hier steht kein Preis drauf. War das wahrscheinlich aus dem Thomas Phillips letztes Jahr, glaube ich. Oder wo gab es die nochmal? Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gerade hier. Auch noch eine Laser vom letzten Jahr. Sehr cool. Dann haben wir hier noch. Sehr cool. Eine Tanz der Vampire. Geiles Teil. Dann zeigt es euch einfach mal kurz so. Zwei Angry Wolf. Night Howler. Sylvester 2K hat es hochgeladen. Night Howler doppelt geschossen. Das ist genau das, was ich auch vorhabe für Doppelt Tape besser. Nächstes Jahr. Dieses Jahr meinte ich, sehr geil. Dann haben wir hier noch einmal die Venom-Box von Geisha, mein Highlight letztes Jahr. Freut euch schon mal auf das Video von der, die ist so krass, leider kommt die nicht so gut rüber auf dem Video, wie sie in Wirklichkeit war. Aber ich hatte auch noch ein anderes Mikrofon letztes Jahr, kann auch sein, dass es daran lag. Dann die Schlossgeist ist mir letztes Jahr umgekippt, die Heuler direkt einmal ins Gesicht bekommen, beziehungsweise einen an der Stirn und einen an der linken und einen an der rechten Schulter. Ich hoffe, dieser fällt sie nicht um, ich werde es ein bisschen besser sichern. Dann haben wir hier noch eine Flater. Und hier ganz hinten verstecken sich noch drei Packungen von den guten neuen Flashbangs. Habe ich also auch noch was von über. Alles klar, es geht sofort weiter mit dem letzten Paket. So, das, ich glaube, 8. und letzte Paket meiner Reste. Das hier sollte euch bekannt vorkommen. Das gibt nur zwei Möglichkeiten, soweit ich weiß vom Weg, was hier drin sein könnte. Entweder die Turbo Salut oder die tolle Lola. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück habe ich noch. Sehr cooler Artikel, Oldschool, Neuaufmache, gefällt mir sehr gut. Fifi 5 Raketen von Pyro Art, Pyro Factory Scream, haben mir nicht so gut gefallen. Ist zwar ganz witzig, aber zu teuer für 3 Stück. 3,75 letztes Jahr bei Tosh. Space Travel oder Space Traveler, nee, Space Travel, kleine Raketen von Weco. Roter Corsair, ja, sind sogar noch fast alle drin. Da habe ich nicht so viele von geschossen scheinbar. Pyro Factory Black Mamba. Dann Silver Pirates, kann man auch immer gebrauchen. Chili Spinners, habe ich auch nur so ein paar rausgezündet von dem einen Video. Sind aber auch richtig witzig, die Teile, aber leider kommt man, wenn man so viele Videos macht an Silvester, nicht dazu, auch mal Kleinzeug zu zünden. Deswegen habe ich auch noch das ganze Display Moskitos. Dann Reiber, auch vom Video, halt alles über vom letzten Jahr. Eigentlich könnte ich so eine Restekiste machen, weil das Angebrochene drin ist. Hier angebrochene Panda-Rölis. Naughty Screamers, 5 Raketen von Leslie. Eine Raketenabschussrampe, ja, warum nicht? Kamikaze von Pyro Factory, hier sind nur noch 3 Stück drin, alles klar. Komisch. Jorge Demon Raketen. Jorge Thunder King Bombenrohre von Dennis Pyro geschenkt bekommen beim Röder Vorschießen. Teste ich dieses Jahr, bin ich mal gespannt drauf. The King müssten von 2015 kommen, 4 Stück. Steinhart auf jeden Fall.
ein Set Veko Dorado, das ist das Bump P2. Das ist Klasse 2, müsste dann Bump P2 sein. Ja, vielleicht auch dann für die Vitrine oder halt auch nicht. Oder ist das, ich schaue noch einmal ganz kurz drauf, was auf den Raketen drauf steht. Wenn ich sie jetzt gerade mal finde, Bump P2, ja. Also darf das auch nicht mehr geschossen werden. Hier, Fox Space Ace habe ich auch noch. Ziemlich gut die Raketen, aber sind auch Pfosten gewesen. Wir sehen hier, abgebrochen. Naja, sollten trotzdem noch gut fliegen. Dann ein ganzes Set Leslie Glitter und Glamour. Jorge Diabolo JR8. JR8. Jorge Diabolo JR4. JR4. Hier noch eine Packung JR2. Also richtig viele Raketen über. Viel zu viel bestellt 2015. Genauso wie diese ganzen 5-Paketen. Nochmal Naughty Screamers, Fifi und Fifi. Und nochmal Space Travel. Das sind meine Reste von 2016, die ich jetzt noch dieses Jahr verballern kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es sollte bald schon Silvester sein. Heute ist der erste Weihnachtstag. Morgen muss ich leider wieder arbeiten. Aber dann ist schon der Verkauf und ich freue mich so übelst krass darauf. Ja, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein und hattet Spaß mit dem Video. Und ich sage, ciao! Are you listening? Damn.